Gegen 23.40 Uhr bekamen wir den Notruf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Daraufhin wurde ein Rettungswagen hier der in unmittelbarer Nähe liegenden Wache 1 dorthin entsandt. Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass es sich hier um einen bedeutend schwereren Verkehrsunfall handelt. Ein PKW ist von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Insgesamt gab es 5 Verletzte. Davon waren 4 schwer verletzt und auch eingeklemmt. Daraufhin sind wir mit entsprechend stärkeren Kräften nachgerückt und mussten die 4 eingeklemmten Personen mit technischem Gerät befreien, was recht schnell gelang innerhalb einer knappen Dreiviertelstunde. Und die Verletzten konnten versorgt werden mittels 3 Notärzten und 5 Rettungswagen. Ein Patient verstarb jedoch noch an der Einsatzstelle. Die anderen wurden auf verschiedene Krankenhäuser verteilt.